Moin Moin und willkommen zurück zu A Plague's Tale. Abonniert mich nebenbei. Und wir befinden uns im Chateau und haben sozusagen Kapitel 8 angefangen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rum und erkunden. Also bevor wir mit Hugo da durch die Gegend laufen, sammeln wir mal alles, was wir hier finden können. Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Okay, sie weiß schon Bescheid. Guck mal, hier liegen ein paar Sachen. Zwischen Benzeln. Da liegt schon einiges hier rum. Da können wir raus anscheinend. Sollte bei Hugo bleiben. Ja, ich wollte da nur ein bisschen rumgucken, du ängstliche Schnepfe. So, da liegt auch noch irgendwas am Boden. Guck mal, Werkzeug. Geh trotzdem mal kurz auf die andere Seite. Hugo, ich komm gleich. Ich will nur einmal hier drüben was gucken, okay? Und ich will sehen, ob ich noch irgendwas bauen kann. Ein ganz schönes Stück Arbeit. Naja, wenn wir das alles reparieren können hier, wäre es natürlich auch nicht schlecht. So. So, was können wir machen hier? Also wir können einen Beutel machen. Verringert die Nachladedauer der Schleuder. Amika verwendet einen dickeren Stoff. Okay, das ist natürlich ganz cool. Was ist das? Munitionstasche. Amika experimentiert mit 9G. Okay, Ausrüstung. Ja, pass auf, wir machen erstmal das hier nochmal. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir unsere Schleuder ein bisschen schneller ist als gedacht. So, und wir können auch das gleich nochmal machen. Jetzt sind wir schon leiser uns bevor fortbewegen. Das sieht schon viel besser aus. Perfekt. So, jetzt gehen wir zu Hugo. Zeig uns, was willst du mir zeigen? Du bist ja ganz aufgeregt, du kleiner Wuschel. Vermählen. Lukas! Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht und ihr könnt mir helfen. Oh, okay. Ja, ja! Was sollen wir tun? Materialien sammeln. Lucia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Das muss es sein. Okay. Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Laurentius. Hier, sonst noch was? Den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Hier. Gut, dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Wow, das große Werk. Das war eigentlich nicht geplant. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Folge Hugo auf den Ball. Und währenddessen sammeln wir richtig viele Sachen, was natürlich ganz gut ist. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Oh, dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Hallo! Wow. Wow. Komm mal. Ja, mach mit! Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm, wir müssen reden. Na? Hier an diesem einsamen Fass. Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia! Das glaube ich dir.
Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte. Ja, Hugo, was hast du gefunden? Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir, komm mit. Ich folge dir. Alter, renn doch nicht so, du Affe. Sieh dir das Symbol in der großen Halle an. Das sind dieselben Symbole. Ja, vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Okay. Es gibt ja anscheinend Rätsel. Komm zurück. Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. Na? Amicia? Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Oh, symbolisch übereinander die beiden Ketten. Ein Herz, eine Seele, Bruder und Schwester. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melli. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Das ist nicht schlecht. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut. Ich oh, bin Gott bald sei Dank. Zurück. Habe ich diesen Klotz am Bein nicht mehr dabei. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oder? Treffen Melly in der großen Halle, um mit ihr aufzubrechen. Sollen wir noch gucken, ob wir irgendwas basteln können hier? Gut. Dann lass uns los. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir. Was das wohl bedeutet? Ups, Kapitel 9 schon, im Schatten des Walds. Okay, das machen wir jetzt mit, ne? Wir machen jetzt ja nicht nur ein kleines Stückchen da. Gucken wir mal. Erste Regel zum Überleben: Tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Okay.
sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Los, ich muss noch rein. Achso, warte. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Okay. Viel Glück. Dir auch. Diese Leute. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Soll ich hin? Soll ich jetzt mal hier hoch? Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Ach guck mal, hier sind Materialien. Ah, hier gibt es nichts anderes. Okay, wir hoffen, dass sie jetzt nicht jetzt leichter rauskommen, gerade wo ich da wieder runtergehe. Das wäre natürlich fatal, aber ich glaube, das passiert nicht. Okay, wir gehen nach oben. Hier ist nichts. Die Stadt sieht ganz cool aus. Da drüben, das muss die Universität sein. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Finde die Universität, ja. Was ist denn jetzt die Universität? Da hinten, das Ding? So, das da hinten, wo es ganz leuchtet, okay. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Aber naja. Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Für Hugo. Hey, ihr da drin. Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Schau gut. Wir machen nur ein paar Sachen. Lass die Teller stehen und hol lieber warme Kleidung. Verdammte Bourgeoisie. Wo gehen die hin? Jetzt die Frage, wo wir hingehen. Also wir können jetzt hier reingehen. Da können wir auch runtergehen, ne? Hier sind überall Sachen, ne? Jetzt möchte ich alles einsammeln, damit man nachher schön die Schleuder so verstärken kann. Okay. Vorsicht. Letzter Aufruf. Auf Befehl. Okay, hier sind die Ratten. Inquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Oh, das war ja dumm von mir, ne? Das war ja dumm von mir. Oder? Das war richtig dumm von mir. Nebenbei. Naja, was soll's. Jetzt haben wir's gemacht. Da kann man rein? Nee, kann man nicht. Gut, dann wissen wir das auch schon mal, dass wir das nächste Mal nicht nochmal machen. Guck mal, da hab ich das Ding. Da kann ich nochmal bauen, ne? Okay, also den Rest brauchen wir jetzt nicht bauen.
Kann man da reinklettern? Nee, Alter, das sieht nicht so gut aus. Da will ich nicht reinklettern. Sicher nicht enden. Okay, ist die Frage, wo ich hin soll, ne? Holen? Kann man hier durch die Türen rein? Nee. Okay. Was sind das für Geräusche? Sind überall Ratten, das ist natürlich schlecht für uns. Aber wir kriegen die, werden die auch irgendwie wieder los, oder? Kann ich hier runtergehen ohne? Ja, ich glaube, hier werde ich nicht geschnappt von den Ratten. Ah, guck mal. Da geht's runter, wir können auch hier hinten aber längs gehen, ne? Wie man sieht. Ich weiß nicht, was da ist, aber wir können mal gucken. Ah, guck mal, können wir hier noch ein paar Sachen finden noch? Ah, guck mal, Werkzeug sogar. Okay, warte. Mehr gibt's hier aber, glaube ich, auch nicht, oder? Da drüben müssen wir, glaube ich, nicht hingehen. Ne, da wollen wir nicht hingehen. Hier wieder zurück. Cool, da haben wir noch ein paar Sachen bekommen. Oh. Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul. Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott. Anna, ich bin ansteckend. Geh fort von hier. Hör auf ihn. Verzieh dich. Sofort. Oh Gott. Oh, ich bin diesem Scheiß so leid. Mir das mal vorher einer gesagt. Na, was mache ich denn da? Okay, das war dumm. Ich lasse mich kurz aufpressen. Ich will meine Sachen nicht ver. Ich will meine Sachen nicht verhunzen. Genau, also. Da kann man nur rüberklettern. Ich dachte, man kann da raufklettern. Das kann man wohl nicht. Okay, müssen den Typen leider opfern. Tut mir leid. Okay, er wird auch aufgefordert.
Nein, nein, das ist eine Truhe. Ah, shit. Ich versuche nochmal was anderes. Ich will noch was anderes probieren. Aber ich glaube, wir müssen das irgendwie anders lösen. Warte mal. Tut mir leid. Das sieht mir besser an. Hey, wo ist der Gehängte hin? Oh nein. Ah, da kam also der Lärm her. Diese verfluchten Ratten haben sich schon auf ihn gestürzt. Das endlich ein Ende. Oh, ich klaue noch ein paar Sachen hier. Okay, ja, hier durch. Sie wurden alle hingerichtet. Ach du Scheiße. Das sieht ja nicht so schön aus. Sohn ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Und klar, das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als die Ratten. Ohne uns gäbe es hier nur Chaos. Ich wollte dich messen, aber ich will ihn helfen. Geh und bete für deinen Sohn. Und wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass die Inquisition dich mehr rauskommt. Rein? Auch nicht. Ich dachte, man könnte da rein vielleicht. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich den Weg durch die ganzen Ratten dort schlagen. Kriegen wir auch irgendwie hin. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Aber wie lenke ich sie ab? Wie lenke ich sie ab? Achso, ich weiß schon wie. Nein, ich darüber nicht. Nein, 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 nein. Oh, dumm. Du sollst hier rüber klettern. Hier ist ja Feuer. Was war das? Ihr Drecksviecher. Das wart ihr schon wieder, oder nicht? Mist, wie können wir ihn denn da kalt kriegen? Okay, ist eigentlich egal. Ist nicht zu sehen. Na gut. Also wenn er sich mal umdreht, in eine Richtung geht, dann würde ich ihn angreifen. Aber so wäre das nichts. Was ist denn dieser Mist hier? Das sehe ich mir lieber an. Ach Mist, das... auch so ein blödes Zeug, das man benutzt. Hätte man auch anders machen können, ne? Naja. Halt euch mal mit. Die Probe nehmen wir auch mit. Okay. Ist gerade keine. Können wir hier ein bisschen hier ein Stöckchen nehmen. Wieder runter. Was ist da unter... Oh. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. An meinem Glauben festhalten. An meinem Glauben festhalten. Denk an die Schriften. Ad ignem, ad lucem. Ah! Ich hab da drüben was gehört.
Okay. Ach nichts. Den können wir doch auch killen eigentlich, oder? Wie kommen wir darüber zur Truhe, die Frage. Wir bräuchten ein paar Stöckchen. Okay. Warte mal. Wie kommen wir zu dieser Truhe da, frage ich mich gerade. Wir können natürlich das Ding machen, ne? Geht sich auch. So, wo sind wir längst? Sind wir hier durch? Wahrscheinlich, ne? Gehen wir längst. Geschafft? Aber den Gestank werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind hier. Kriegen wir gleich schon raus. Die Universität. Na bitte. Weiter. Okay. Ist ja anscheinend nicht mehr so weit. Der Friedhof. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Verschlossen, wenn Melly jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. Ich muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Ach, das ist ja cool. Der Inquisitor macht eben keine halben Sachen. Aha. So, warte mal, liegt hier noch was? Mal gucken, ob wir noch irgendwas bauen können. Hier gerade nicht, aber wir können. Machen wir jedenfalls ein bisschen was auf Lager, wollte ich gerade sagen. Nur ein paar Münzen. Oh nein! Du hast da irgendwas dabei. Was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Hey. Das wird dich lehren. Cool. Ich meine, ich gehe hier hin und gucke, ob er ein paar Münzen hat. Ein paar Münzen? Du wirst ja wohl ein paar Münzen haben. Nein. Besser geht's nicht. Nichts wie weg hier. Oh oh. Na, war auch schon klar, dass da irgendwas ist. Magister, das Episanguis. Ah, mal sehen. Fragen. Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odins. Ach, okay. Wow. Dann greift die das an. Das ist natürlich cool. Einer der Effekte des Epis.
wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht? Hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es... bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Okay, das wäre für uns natürlich auch nicht schlecht, ne? Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Warum seid ihr so aufgeregt? Sieh mal einer an. Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Okay. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Auf jeden Fall. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Okay, das ist ziemlich cool. Erweitert die Aufwertungsmöglichkeiten, oder wie ich das ausdrücke, drücke, um das Aufwertungsmenü aufzurufen. Ah, guck mal hier. Gut. Gut zu wissen. So. Cool. Welchen Weg müssen wir jetzt? Hier nächstes Mal, ne? Ach, noch mehr Tote. Verschlossen. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Okay, wir müssen aber irgendwie die Ratten erstmal ablenken. Wie tun wir diesen Episankris? Ich habe nicht so viel davon, ne? Da haben wir schon was hier. So. Okay, wir kriegen es hin, indem wir... Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Warte mal. Mal erstmal ein hier. Ist hier noch mehr davon? Du würdest es einsammeln. Okay. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Ich fress mich, wenn ich da reinlaufe jetzt, ne? Nein, nicht. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Nein! Oh, ist doch dumm. Na gut. Okay, es war dumm. Lass uns das mal. Lass mich ruhig auffressen hier. Das
egal, ich mache mal ganz kurz vom Kontrollpunkt. Ganz kurz vom Kontrollpunkt, weil sonst verbrauche ich gleich so viel. Ich muss die festnageln, sagt sie, aber wie? Mit dem Licht? Können wir das Zeug mal holen, da, oder? Ah, weg! Ach man, hab's schon wieder benutzt. War eigentlich nicht meine Absicht, das zu benutzen. Ärgerlich. Kann noch was davon bauen, ja, ne? Gut, also, wir müssen auch hier noch einsammeln. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Ist wirklich da reinleuchten? Reicht das? Ach so, ja, warte, klar reicht das. Ach, Quatsch. Wieso komme ich nicht gleich da drauf? Nee, warte. In die Richtung? Und das Epi-Sang, das schießen, werfen wir da runter. Ach, das war jetzt natürlich nicht das Epi-Sang, das ist natürlich das andere, was ich gebraucht habe. Wie dumm. Na gut, so, pass auf. Jetzt schnell. Jetzt die Laterne, schnell. So. Dann dürfen wir Ruhe von denen haben. Sehr gut, sehr gut. Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Also, es bewegt sich echt bescheiden. Da geht's ja irgendwie raus, ne? Alter, wie soll ich das denn da durchbekommen? Warte mal kurz, ist hier noch was, was wir einsammeln können? Nur Steine, okay. Na los, was anderes denken und runter damit. Oh nein! Das war äußerst diskret. Gut, nur noch etwas weiter. So, hoch da. Und auch nochmal hoch. Perfekt. Na bitte, es geht doch. Du schaffst das. Ach, so ermutigende Worte. Hier können wir wieder was basteln. Können wir was einsammeln. Achso, hier kann ich gar nicht basteln. Ich dachte, hier wäre irgendwas, was ich nochmal zusammenbauen kann, aber das kann ich gar nicht. Keine Werkbank. Schade. Los geht's hier weiter. Mein Gott, was ist hier passiert? Also hier ist ein richtiges Schlachtfest gewesen. Ich bin fast da. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Oh Gott, die Kranken. Sie haben sie abgeschlachtet. Die Ratten. Sie haben die Ratten losgelassen. Helf! Ich kann nichts tun. Nee, kannst du nicht. Kaum zu glauben, sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? Guck mal hier. Hier noch ein paar Sachen. Was für Schweine, ne? Was für Schweine. Ihr Riesenbiester. Verdammtes Rumgequieke. Was habt ihr euch so Wichtiges zu erzählen? Das ist gut, Doris. Ich könnte es versuchen. Weil ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch einen Grund zu quieken, glaubt mir. Du kannst das Odos auf Gegner schießen. Ah, okay. So geht es natürlich auch. Das hat funktioniert. Ja, das ist ein schon laufen hier, ne? Weil für dich zu
werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Okay, es ist natürlich kein Schatten hier. Das heißt, wir können das nicht auf ihn raufwerfen. Aber wir können ihn darüber locken. Dieses Geräusch. Das kam von da drüben, oder? Das ist auch kein Licht, oder? Was ist das? Du kannst die Ratten von der Brücke weglocken. Vorbei. Müssen wir so machen, kurz. War jetzt nicht geplant, aber besser als gar nichts, ne? Da drüben ist auch noch ein bisschen von diesem Zeugs einsammeln. Ich wollte jetzt auf ihn schießen, aber das klappt ja nicht so gut, wie ihr gesehen habt. So, wie kommen wir da durch? Bringen die auch ins Wasser? Oder kann ich sie nur dahin locken? Wir testen mal. Warum sind sie noch hier? Das Ibisango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wenn wir weiter hierbleiben, wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand das auch einer. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Kann ich ihn nicht mit dem Stein abballern? Ach, Mann. Ich merke gerade, wie dumm das wieder war. Ich kann es nicht mehr herstellen mehr, aber naja, was soll's. Wie blöd. Das war eine blöde Aktion gerade wieder mal. Aber was soll's. Da kann man rüberklettern. Da kann man... Oh, da hinten sind noch ein paar Sachen. Oh ne, da hätte ich was hinwerfen können, wäre da hingegangen. Ah, zu spät. Obwohl, warte mal. Kann ich da vielleicht hingehen? Aber hier gibt es nichts anderes, was ich einsammeln kann, ne? Nö. Wo wir die Ratten geradeaus auch weiter verscheuchen können? Okay, hier gibt es auch nichts. Gut, dann lass uns diesen Weg gehen, den wir gehen wollten. Hier längs. Beziehungsweise gehen müssen. Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Okay, aber wie kriege ich denn die anderen Viecher hier weg? So, rein hier. So, herstellen können wir anscheinend nichts. Aber hier unten können wir was machen. Was ist ein Behälter? Verlängert die Wirkungsdauer von Odorus und Luminosa. Lenkt Gegner in die Nähe ab. Na, lass uns das mal machen hier. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gut. Oh, da war noch was, was wir mitnehmen konnten. Habe ich gerade gesehen, als ich nicht rausrennen wollte. Hier sind noch ein paar von diesen Rattenkram, was man da sammeln kann. Brauchen wir auch. Dann wieder zurück, ne? Kann ich ins Wasser gehen? Nee. Muss ich den gleichen Weg wieder zurücklaufen? Das wäre natürlich blöd. Obwohl, ich habe die Ratten ja gekillt, ne? So. Ist die Frage, wo wir hin müssen.
ist natürlich geradeaus. Das heißt, wir müssen das Licht geradeaus machen. Obwohl, warte mal, vielleicht ist es einfacher, wenn wir es so machen. Und dann? Perfekt. Aber nicht so gesund, das Wasser. Das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Er ist gestorben, würde ich sagen. Ist das die Universität? Wahrscheinlich. Vitalis. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Okay, wir haben einige Ratten. Ah, warte mal. Dumm, ich renne jetzt hier in eine Falle rein. Oh. Oh. Okay. Das war auch blöd gelöst von mir. Das müssen wir anders lösen. Lass uns mal kurz noch reingehen. So. Mein Gott, das ist schon sau spät. Die Folge ist ewig lang. Ich glaube, wir machen ab hier erstmal Pause. Machen wir uns beim nächsten Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.